Du wöhnst das eingeschaltet hast, wir sind hier wieder in Minecraft. Wir sind an der Folge 672 dabei, ein bisschen hier die, wie heißt's, ihr wisst schon genau, geht kaputt, ne, geht nicht kaputt, sehr gut, die Blöcke zu setzen, beziehungsweise hier ein bisschen. Warte mal, wie man es anders, wie man es anders. Die Wege hier zu machen. Wir brauchen als erstes einmal zweimal Wasser. Warum ist hier eigentlich keine Tür mehr? Wo ist die hin? Nehmen wir gerne mit zweimal Wasser. Und dann einmal hier runter. Und dann brauchen wir einmal eine unendliche Wasserquelle. Ich mache die einfach mal hier hin. Und wir machen die hier hin und nehmen uns. Nee, wir nehmen uns die Eimer Wasser mit. So. Dann setzen wir gerade mal einen hier hin und einen hier hin. Und setzen anschließend. Wir haben doch noch mehr Pack, beziehungsweise wie man es anders. Wir nehmen unser Pack Eis und setzen das mit Schildern, glaube ich, hatten wir das letzte Mal genommen. Wenn ich mich, ach, ich komme gar nicht durch. Wenn ich mich nicht recht entsinne, haben wir Schilder genommen. Schilder haben wir nicht dabei. Haben wir überhaupt grundsätzlich Schilder irgendwie noch da? Hier ist noch Wassereimer da. Schilder wahrscheinlich nicht. Wenn dann in der Kiste, in der Holzkiste. Ist ja auch eigentlich egal. Wir können uns ja ein bisschen was an Schildern machen. Was haben wir denn an Dark Oak Wood? Ne, Spruce wollen wir haben. Das Spruce, genau, können wir so machen. Dann können wir auch hier mal ein paar Signs machen. Das ist nicht schlecht. So. Bruce weg. Wir können auch nochmal den wegnehmen und dann tun wir den nochmal da rein. Und die Braune zurück in das, was wir da gemacht haben. So, wir haben hier einen. Also einer sollte reichen und zwar genau der, wo das Schild drauf liegt. Der sollte reichen für uns. Wunderbar. Das bedeutet, hier ist doof. Hier machen wir ein Schild mal dahin. Und hier machen wir ein Schild dahin. Dann können wir das so machen. Wir setzen nachher die Blöcke, das heißt ein Schild dahin. Und dann nochmal Wasser nehmen. Wunderbar. Dann holen wir jetzt nochmal gerade Wasser. Und dann machen wir das Schild hier hin und hier hin, weil hier wird jetzt David Soul Sand hinkommen. Da müssen wir gleich noch Kelp holen. Und das wollen wir erstmal mehr, aber zum Schluss, wenn alles ausgearbeitet ist und fertig ist, so ein Schild hier hin, ein Wassereimer hier hin und ein Schild hier hin. Perfekt, so jetzt haben wir blaue Wolle. Blaue Wolle und Packed Ice, das heißt, wir können eigentlich hier. Wir haben das, genau das haben wir da so gemacht, das heißt, wir könnten blaue Wolle, genau, und zwar bis dahin. Einmal so, dann hier den dahin, dann können wir den mit blauer Wolle einmal auskleiden. So, und hier kommt noch ein Eis hin zusätzlich. Wunderbar, wunderbar. So, dasselbe machen wir einmal hier. Da können wir auch einmal, nee, das ist nicht, egal, die müssen wir, nee, 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 nee. So. Hallo, ich will eigentlich nicht schwimmen. Dankeschön. Super. So, jetzt gehen wir erstmal zurück und machen das von hier. Jetzt gehen wir schwimmen, weil jetzt ist es egal. So, und da. Ah, ne, da. Da haben wir jetzt natürlich die Wasserquelle weggemacht. Das ist auch doof. Das heißt, wir nehmen uns nochmal eine neue Wasserquelle und setzen die nochmal neu dahin.
einmal das Eis. Wo ist es schon wieder hin? Da ist es hin. Sehr gut. Eis dahin und blaue Welle dahin. Und Eis. Blaue Welle und Eis. Und wir brauchen nochmal demnächst Blue Wool. Müssen wir gleich mal gucken, was wir so produced haben. So, dann können wir uns eigentlich schon mal. Ne, wir machen das anders. Wir machen jetzt erstmal hier von den Bricks, die wir nicht dabei haben, weil wir sie nicht dabei haben. Die Bricks, wir haben bestimmt welche einsortiert noch. Dann nehmen wir uns mal drei, vier Stacks mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ein Stack, so, dann müssen wir tatsächlich mal gucken. Wir nehmen nochmal zwei mit, drei, vier, und dann können wir die im Stone Cutter, glaube ich, schisseln. Ich glaube, wir können die im Stone Cutter schisseln. Ist das richtig? Jo. So. Wunderbar, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar geschisselt. Die Schisselten können wir jetzt einmal hier rüberbringen und können hier einmal alles quasi aus, genau, nicht quasi, einmal alles auskleiden und hier einmal. Ah nee, das ist doof, ne? Das ist doof, wenn man die Schilder kaputt macht. Dann kann das schon durchaus mal. Ja gut, das müssen wir dann gleich nochmal setzen. Okay. Vielleicht setzt man das nächste Mal einfach die Ränder neu. So. So. Genau. So, dann können wir nämlich hier auch einmal, genau, das können wir alles hier reinsetzen. Hier tun wir erst nochmal eine Fackel hin, bis alles funktioniert. Genau, hier alles zumachen. Genau, bis alles zugemacht ist. So, da und da und da. Hier können wir eigentlich auch den hinsetzen. So. So und so. Wunderbar. Dann hätten wir hier schon mal alles aufgefüllt. Hier kommt noch ein Schild zurück. Hier kommt noch ein Schild zurück. Dann ist es rechts und links von dem fertig. Jetzt müssen wir das nur noch auf dieser Seite machen. So und dann einmal so und so und so und so. Da muss noch ein Schild hin. Nur einfach zur Sicherheit. So, und hier müssen auch noch hin und dann hier einmal zubauen. Und der da wird zugebaut. Genau, wunderbar. Was haben wir denn? Da nicht so furchtbar viel. Das heißt, im Prinzip könnten wir auch schon mal die ein bisschen beschleunigen. Genau, wir können die mal kurz losschicken. Wunderbar, wunderbar. Und dann müssten wir doch eigentlich jetzt noch Kelp haben, brauchen, wollen, tun, wie auch immer. Da haben wir noch Kelp hier vorne liegen, zufälligerweise. Bestimmt ist da der Sand drin. Dann haben wir kein Kelp mehr. Da müssen wir uns mal gucken, wo wir hier Kelp herkriegen. Kelp, hier ist Essen, Zuckerrohr, dann ist Kelp, getrocknetes Seegras. So, das Deck sollte reichen für das, was wir vorhaben. Für das, was wir vorhaben, sollte das Ganze reichen. Nehmen wir jetzt gerade mal hier einen Wassereimer mit. Wir können auch ein paar zwei mitnehmen. Und dann können wir. Ne, wir müssen erstmal, bevor wir das hier machen, müssen wir den. Den hier einkleiden.
Super, super, super. So, dann können wir den nehmen und können den nehmen und den und den. Upsala. So, und dann können wir auch hier gerade zumachen und dann können wir gerade hier aufmachen. So, genau. Super, super, super. So, jetzt müssen wir nur gleich mal gucken, dass wir auch hier reinkommen. Ne, ich will eigentlich hier so zurück. So, das heißt, wir müssten hier nochmal zubauen und wir müssten hier was hinbauen und ja, eigentlich hier auch, weil wir keine Dings haben, keine Möglichkeit. So, zwar müssten wir tatsächlich genau hier runterkommen, dann sind das hier die, die noch ausgeleitet werden müssen, plus die da. Dann kann ich nämlich jetzt, ach nee, nicht so, sondern mit denen hier kann ich. Mit denen kann man hier sowas machen. So, beziehungsweise müssen wir jetzt das so machen, weil da wird ja gleich Wasser drauf gemacht. Also rausgemacht, so. So, genau, jetzt haben wir jetzt hier Wasser, perfekt. Da noch einen von denen hin. Jetzt brauchen wir hier nur noch Seelensand und dann können wir das zubauen. Das brauchen wir noch Seelensand und dann können wir zubauen. So, da geht es hier weiter. So, wir haben. Doch, wir haben noch. Wir haben noch da, so, dann das und das und das. Die ganzen Sachen. So, komme ich dann dran? Ne, komme ich nicht dran, aber wir können ja. Wenn wir hier zumachen, können wir auch das gerade zumachen. Wunderbar. So, dann einmal hier zumachen. Wunderbar. So, und dann können wir hier rüber. Können hier zumachen. So, wir haben unseren Trichter dort. Das heißt, wir müssen da zumachen. Und dann müssen wir hier erstmal zumachen, bevor wir Wasser reingeben. Ansonsten geht unsere Technik baden. Ja. So, sonst geht unsere Technik baden. So. Den Wasser einmal hier hin. Super, super, super. Und dann geht's einmal hier hin. Und dann brauchen wir irgendeinen Block wieder, der da zurückgesetzt wird. Und den hier. Sehr schön. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Ganze hier befüllen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass auch eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.